Aaron fragt Pete Smeet: Wurdet ihr schon einmal richtig über das Ohr gehauen? Ich bin noch nie richtig übers Ohr gehauen worden, denn, naja, man fickt nicht mit dem Ficker. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also wenn, dann weiß ich davon nichts. Dann hat derjenige es gut gemacht. ich glaube nicht. Höchstens, dass ich mir mal so ein Abo auf für irgendeine Fernsehzeitschrift habe aufschwatzen lassen und es extrem schwierig war damals auch für meine Eltern, da wieder rauszukommen. Aber ich hoffe zumindest, weil ich weiß davon noch nichts, bin ich im Leben noch nie krass verarscht worden. Oder? Keine Ahnung. So richtig übers Ohr gehauen? Wurde ich, glaube ich, noch nicht. Ich war schon mal kurz davor, da war dann in Budapest, da gab es so Hütchenspieler, weißt du, wo das total einfach aussah und die meinen so, ja, hier, zocken, kein Ding, mach mal, hier kostet 50 Euro, ist total easy, kriegst du 100. Da habe ich mir gedacht, nein, das meine ich. Aber ich guck's weiter zu, weil es ist halt eh so ein Fake-Ding, dass das halt immer irgendwie dann der Gewinner dann halt eh dann mit dem im zusammenarbeitet und nee, bloß nicht. Und zuletzt wurde ich übers Ohr gehauen von einer Kassiererin in dem Supermarkt. Die hat nämlich von meinen zwei Zwiebeln, die ich mitgebracht habe, Zucchinis abgerechnet. Die Zucchinis sind deutlich teurer als Zwiebeln und da wurde ich das letzte Mal übers Ohr gehauen. Total absichtlich. Bestimmt. Also der Einzige, der mich schon mal richtig über Ohr gehauen hat, das ist Domi, ja, muss man mal sagen. Der bescheißt mich ständig. Muss ich an dieser Stelle echt mal, also, damit ihr da Bescheid wisst, der zockt euch ab. Aber ansonsten richtig übers Ohr gehauen. Weiß ich nicht. Vielleicht. Viele reden sich ja immer wieder damit raus, dass es ein Versehen war. Deswegen kann ich das nicht genau beurteilen. So richtig übers Ohr gehauen. Wo ich mir nachdenke, so, der hat mich beschissen. Boah, ich kann mich echt leider nicht daran erinnern. Eigentlich bin ich mal einer von denen, der die Leute bescheißt. Sorry. Ja, auch ich bin schon mal derbe übers Ohr gehauen worden. Und zwar war das zu meiner Zeit, als ich bei Europcar gejobbt habe. Dort habe ich meistens Nachtschichten gemacht und sehr spät abends hatte ich noch eine Reservierung. Da kam ein Herr und hat sich einen VW Passat, glaube ich, ausgeliehen. Und der hat mir eben seine Kreditkarte vorgelegt, der hat mir seinen Personalausweis vorgelegt, was man halt eben so macht. Ich habe das alles abgeglichen, ich habe das alles fertig gemacht, Vertrag hingelegt, er hat unterschrieben, er hat die Schlüssel bekommen, ist gefahren. Und irgendwann sagte dann mein Filialleiter bzw. mein Chef dann zu mir, wo denn der Wagen bleibt und warum der nicht zurückkommt. Und naja, ich habe mir halt erstmal nichts dabei gedacht, weil ich selber habe ja keinen Fehler gesehen. War ja alles rechtens. Und ja, dann ist der Wagen auch nach einer Woche nicht wieder zurückgekommen und dann ist tatsächlich rausgekommen, dass der mir den Wagen abgezogen hat und den auf einer Autoplattform verticken wollte. Der hat mich natürlich am Arsch gekriegt, weil er einfach ein bisschen dämlich war. Aber da muss ich sagen, da ist mir ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen, denn ich hatte natürlich, klar, Europcar ist gegen sowas versichert, aber ich hatte natürlich Schiss, dass ich auf den Schaden aufkommen muss. Aber es ist tatsächlich herausgekommen, dass er seinen Personalausweis manipuliert hatte und die Kreditkarte irgendwie. Ich habe alles richtig gemacht, war nachher das Ende vom Lied, aber naja, er war halt einfach ein Profi im Abzocken von Autos, aber ein Vollspacko im Verkaufen. Jemand wollte mich mal richtig krass übers Ohr hauen. Das wäre so typisch, weißt du? Dummes Dorfkind Peter geht durch die Kölner Innenstadt, wo ich sowieso ungerne durchgehe, weil ich irgendwas haben musste, irgendwelche Klamotten kaufen. Keine Ahnung, ich hatte Zalando noch nicht für mich entdeckt, ja? Und dann spricht mir so ein Typi an und sagt, ey, voll der gute Deal, du kriegst 4 Ausgaben vom Spiegel oder sowas. Und noch ein Werbegeschenk. Keine Ahnung. Nee, du kriegst 4 Ausgaben vom Spiegel umsonst. Du musst nur hier unterschreiben. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch eh ein Abo. Laber doch nicht. Dann hat er gesagt, nein, das ist kein Abo. Du musst nur hier das und das machen. Dann habe ich gesagt, das glaube ich dir nicht. Außer, du schreibst mir da drauf, dies ist kein Abo mit Unterschrift.
hat er das gemacht, nach einiger Diskussion. Dann haben wir gesagt, okay, dann habe ich 4 Ausgaben vom Spiegel gekriegt und dann kam auf einmal Post, Ihr Abo hat sich automatisch verlängert, bitte überweisen Sie den Betrag, bla 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 bla. Und dann habe ich zurückgeschrieben, hab kein Abo abgeschlossen, fuck you all. Haben die gesagt, ja klar, haben sie ein Abo abgeschlossen hier. Und dann habe ich denen den Scan-Beleg von diesem Zettel geschickt. Und da stand dann drauf, wie gesagt, kein Abo. Und dann hat der Spiel gesagt, ja, das ist ja doof. Ja, dann halt kein Abo. Ja, voll geil. Hab ich 4 Ausgaben vom Spiegel umsonst gekriegt, wie mir auch versprochen wurden. So, also don't fuck with the Pete. Richtig übers Ohr gehauen, fällt mir jetzt spontan nur ein Beispiel aus der Vergangenheit ein, was noch gar nicht so lange her ist, nämlich ein halbes Jahr. Nämlich im Türkei-Urlaub mit meiner Freundin waren wir so unterwegs und ihr kennt ja alle Türkei und so, ne? Da gibt es ja allen Ramsch zu verkaufen, wo Markennamen draufstehen. Und man kommt ja irgendwie nicht drum rum, sich da was zu kaufen, weil die ja auch sehr cool sind, doch zum Großteil und qualitativ gar nicht so schlecht. Und meine Freundin wollte unbedingt eine Handtasche haben und wir sind auf die Suche gegangen und wir haben, ohne Witz, da waren Preisunterschiede von dem Vierfachen. Also von, was haben wir nachher bezahlt, 15 Euro bis 40 Euro für die gleiche Tasche. Und dann hatten wir wirklich einen Händler da, der war so geil, der hat dann bei 40 Euro angefangen und war nachher bei 20 Euro. Hat uns erst noch erzählt, ja, meine Familie und ich habe Familie und ich brauche Geld und alles kann ja nicht sein und Alter, wie der. Und dann haben wir da 5 bis 10 Minuten mit dem verhandelt und dann sind wir immer wieder gegangen und er so, na, stopp, 35, ja, kann ich machen, weil du guter Junge bist und aus Deutschland kommst. Lalala. Ja, und nachher war bei 20 Euro und dann war mir das immer noch zu blöd. Dann haben wir in dem Laden daneben, da fing der Preis schon bei 20 Euro an. Ich habe mich so übers Ohr gehauen gefühlt. Also eigentlich, wenn du in der Türkei bist, darfst du nirgendwo was kaufen, weil du fühlst dich immer verarscht und denkst immer, du hast immer das teuerste gekauft.